Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zum 1941 DLC von Panzer Corps 2 in unserer Thessaloniki-Mission. Und wie immer zum Start müssen wir einen Rundenwechsel machen, aber wieso? Achso, hier habe ich nicht gekämpft, weil sich das nicht lohnt. Der hat aber eine krasse Überstärke. Und den hier, nee, das lohnt sich auch nicht wirklich. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt mit der Matilda... Na, wobei, er kommt nur auf die Brückenfelder. Oh, hier mit dem Cruiser kommt er relativ weit. Könnte man ihn aufhalten? Na, man könnte halt höchstwahrscheinlich ihn aufhalten, indem man hier das Feld besetzt. Wobei er dann höchstwahrscheinlich hier hinten rumfährt. Ist auch egal. Wir gehen mal einen Rundenwechsel und gucken mal, was jetzt hier passiert. Nächste Runde regnet es auch. Wie immer erstmal Bomber vom Italiener und dann Artillerie. Aber er wird auch hier nicht wirklich weiterkommen. So, ich gieße mal nebenbei meinen Tee ein. Dieser britische Panzer, der wird zwar komplett unterdrückt dort, aber er verliert einfach keine Lebenspunkte. Das ist schon witzig. So, jetzt frischt er da seine Einheiten auf, der Italiener. Macht er jetzt... immerhin, er macht mal Schaden. So, jetzt kommt der Bulgare, glaube ich. Wieder geht's weiter hier mit Artillerie. Und er beißt sich wieder mal die Zähne an den Bunkern aus. So, jetzt kommt der Grieche. Auch er wieder mit Artillerie. Ich wünschte, man könnte das irgendwie schneller abspielen, irgendwie mit anderthalbfacher Geschwindigkeit oder so, damit man... Also ich meine, es ist ja auch... Wow. Da kommen ja auch keine Überraschungen irgendwie hier zustande, sondern das ist ja auch immer irgendwie das Gleiche. Ah, jetzt kommt er hier mit Panzern. Aber das sieht ganz gut aus. Jetzt kommt er hier mit seinem Scout. Da kommen nochmal Infanteristen. Das machen die Grenadiere eigentlich ganz gut. Da oben. Oh ja, jetzt wird es ekelhaft. Eieiei, wenn jetzt noch Flugzeuge kommen, wird es schon... Okay, gut. Müssen wir jetzt hier mal gucken, dass wir die Grenadiere auf jeden Fall hier aus der Nummer rauskriegen. Das andere sind alles Pioniere. Er hat sich jetzt hier gut ablenken lassen. Das war ja auch so ein bisschen mein Ziel des Ganzen. Ich würde jetzt erstmal gucken, dass wir die Flugzeuge... alle auffrischen, dass die dann in der nächsten Runde auch wieder alle einsatzbereit sind. So, der Scout hier mit 5, der Panzer mit 6. Wir sind in Runde 9 von 24. Die Frage ist eigentlich, wollen wir... Ich würde ganz gerne eigentlich hier die Zeit nutzen, um... die aufzufrischen. Wir stellen hier mal die Pioniere davor. Der Panzer hier geht hier runter. Wir könnten jetzt auf die Pack schießen, wir könnten auf die Artillerie schießen oder wir könnten auf den Panzer schießen. Der Panzer dahingehend, weil er natürlich nervig ist. Er hat natürlich auch noch mehr Sachen darunter gezogen. Auf der anderen Seite... Ja, die Pack einfach weiter runterballern wäre halt auch nicht schlecht. Damit wir die schon mal so weit weg haben. So, hier frischen wir auch mal auf. Damit bleibt man hier unten einfach erstmal passiv, jetzt wenn es regnet. So, und hier...
Ja, hat sich ja Cruiser jetzt so ein bisschen... Was hat denn der hier für Eigenschaften? Beharrlicher Verteidiger. Plus 1 Verteidigung pro angrenzende feindliche Einheit. Oh! Wow! Ja, das sind ja schon mal plus 3. Ich meine, er wird jetzt hier kontinuierlich unterdrückt, unauffällig. Feindliche Einheiten erhalten einen Malus von minus 20% auf die Genauigkeit, wenn sie diese Einheit unter Beschuss nehmen. Hier ist ein kleiner, witziger Übersetzungsfehler. Denn wir lesen das nochmal. Feindliche Einheiten erhalten einen Malus von minus 20%. Das heißt, sie wären eigentlich besser. Eigentlich müsste es korrekterweise heißen, feindliche Einheiten erhalten einen Malus von 20%. Okay, bisschen Klugscheißerei betrieben. Die Frage ist jetzt, wollen wir ihn hier angreifen oder wollen wir ihn einfach noch weiter unterdrücken? Ich glaube, wir wollen ihn weiter unterdrücken. Das heißt, wir bleiben einfach auf der Flanke so ein bisschen inaktiv. Er schießt da zurück. Wir bewegen uns mal hier weiter mit der Artillerie, um gegebenenfalls hier unten weiterhin Support zu liefern. So, kommt der jetzt an die... Ich hoffe natürlich nicht. Das wäre jetzt sehr fatal, wenn der mit irgendwas hier so weit reinfahren könnte. Aber er müsste eigentlich immer entweder an dem Scout oder an den Pionieren hängen bleiben. Die Frage ist halt... Hier war ja auch noch ein Scout, ob er sich dann einfach durchmogelt. Diese wäre ziemlich schlecht. So, hier drüben greift er mich mit seinem Flugzeug an. Wir rücken jetzt mal mit der Arti hier vor. Jetzt haben wir hier natürlich Kanadiere, wo wir Pioniere bräuchten. Wow, und die Artillerie ist komplett eingegraben. So, pass mal auf, dann machen wir hier eine komplette Passivrunde. Greifen wir erstmal den Panzer an. Wir könnten mit dem jetzt weiter vorrücken, wobei uns das nichts nützt, weil dann gibt er kein Supportfeuer mehr. Und dann ist das hier erstmal so eine Zwischenrunde, wo wir uns einfach wieder ein bisschen erholen und unsere Kräfte sammeln. Der Gegner wird es höchstwahrscheinlich auch tun. Aber gucken wir mal. In der nächsten Runde ist es auf jeden Fall, sind die Flugzeuge wieder einsatzbereit. Ja, jetzt geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Zieht sich teilweise zurück. Wo ist der Panzer? Da habe ich jetzt gerade gar nicht aufgepasst. So, das Spiel, das unendliche Spiel hier geht weiter. Er greift gar nicht den Panzer an, sondern er greift da die Minen an. Und der Panzer versucht da ins Gebirge anzugreifen und macht da ziemlichen Bullshit. So, aua, das tut aber schön weh. Gerade frisch aufgefrischt, schon wieder 4 Punkte verloren, ist natürlich scheiße. Dieser Bunker dort, das ist unfassbar. So, er schießt damit seine Artillerie. Der Panzer hier versucht sich irgendwie durchzumogeln. Wird er weiter unterdrückt. Ach, da ist der Brite wieder. Komplett wieder frisch. So, hier oben. Wir sehen schon, was passiert ist. Er hat die Pack wieder aufgefüllt. Er hat meine Grenadiere in Ruhe gelassen, das ist sehr gut. Und jetzt können wir uns hier gebündelt um den Cruiser kümmern. Sehr gut. Dann geht es hier weiter. Jetzt müssen wir uns um die Pack kümmern. Weil die nämlich... Jetzt müssen wir gerade mal kurz gucken.
Okay, hier brauchen wir im besten Fall... Machen wir das mal so. Mal gucken, ob das funktioniert. Ah, der kriegt den... Sehr gut. So, pass mal auf. Jetzt haben wir den Panzer noch. Haha, und die ergeben sich. Sehr, sehr nice. Jetzt können wir... Ah, der kann sich nicht nochmal bewegen. Schade. Jetzt können wir uns aussuchen, was wir machen. Wir können jetzt eine Flak angreifen. Ich glaube, das finde ich sogar attraktiver. So, wir ziehen uns hier wieder zurück. Jetzt können wir höchstwahrscheinlich mit ihm die unterdrücken. Oder wir könnten jetzt mit einer Su hier noch gucken, dass wir die rauskriegen. Mal gucken, ob das funktioniert. Nein! Es funktioniert natürlich nicht. Damit laufen wir halt Gefahr, dass er sie wieder auffrischt. Shit. Gut, aber wir können uns jetzt überlegen, was wir machen. Wir greifen mal ihn an. So, nehmen ihn raus. Mit dem Bomber unterdrücken wir die hier soweit, dass die nichts mehr machen können. Wir... So, stellen hier die Artillerie dahinter. So, und haben wir noch eine U? Ne, die haben wir jetzt alle aufgebraucht. Wir hätten noch einen Doppeljäger. Der macht aber keinen Damage auf ihn. So, wartet mal. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Jetzt eine Pionierseinheit wäre, glaube ich, gut, wenn wir die hier hinten hätten. So. Dann nehmen wir eine Pionierseinheit dahin, eine Pionierseinheit dahin, den Mörser stellen wir dorthin. Der kann sich nicht einmal bewegen, hat aber volle Punkte durch das Überrennen, deswegen können wir ihn auffrischen. So. Jetzt haben wir hier noch eine Artillerie, die sich rein theoretisch bewegen könnte. Die ziehen wir mal mit hier runter, weil wir wollen ja auch Richtung Thessaloniki bzw. Richtung Olymp. So, jetzt gucken wir mal kurz hier drüben, wie hier die Lage ist. Shit, jetzt ist der da eingekesselt. Das war nicht der Plan. Okay, jetzt müssen wir hier auf Krampf mal irgendwie da rein. Wir kriegen die nicht raus. Okay, die 105 mm weigert sich da hartnäckig. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Aber gut, da haben wir uns jetzt selber, müssen wir uns selber an die Nase greifen. Hätte ich gedacht, dass wir die hier aus der Stadt raustreiben, dass der Panzer nicht mehr eingekesselt ist. Manchmal ist das mit der Einkesselung auch ziemlich, ziemlich komisch. So, nichtsdestotrotz, wir haben jetzt hier noch Flugzeuge, wo ich... Warte mal. Oh, okay, hier sind auf jeden Fall keine Flugzeuge mehr. Ja, das ist jetzt so ein bisschen... Okay, cool. Der macht da gar nichts. Flughafen... Ach, guck mal. Dann können wir den auch nicht verlegen. Wir könnten den als Unterstützung mit auf den oder auf den Flugplatz hinpacken oder sogar auf den hier. Komm, das machen wir mal. Wer weiß, wofür es gut ist. Und dann geht es weiter in die... Oh, minus 1, minus 2. Nö, pff, warum? Wir setzen ihn einfach weiter unter Druck. Weiter mit der nächsten Runde.
Und wieder geht das Spiel von vorne los. Die beschäftigen sich ja weiter mit den Minen. Bin gespannt, was hier mit dem Panzer jetzt passiert. So, jetzt kommt der Grieche. Aber er interessiert sich. Jetzt. Er greift den Scout an. Okay, das ist harmlos. Jetzt wird's spannend. Wow, das war ein guter Treffer. So, jetzt kommt da die Infanterie, die wir gerade mit dem Jäger angegriffen haben. Oh, der Mörser hat einen Stern erhalten. Nice. So, hier der... Der muss doch mal keine Munition mehr haben, wenn der eingekesselt ist. So, okay. Kümmern wir uns erstmal hier drum, weil das ist gerade... Oh, hier, nice. So, damit ist die Einkesselung nämlich von dem aufgehoben. Jetzt können wir hier mit denen mal in die Stadt gehen. Wir können hier angreifen. Minus 2. Oh, der kann sogar kämpfen. Das ist ganz. Ja, mein Freund. Tschüss. So, dann gehen wir hier hin. Die Arti geht dahin. Der Panzer geht mal eins zurück. Die hier frischen wir nochmal auf. Den Jäger setzen wir jetzt einfach mal. Auf den Panzer. Okay. Gut, dann führen wir weiter die Grenadiere hier rüber. Wer weiß, wofür es gut ist. Nicht die Grenadiere, Pioniere. Die Grenadiere frischen wir auf. So, der Scout. Oh, überall. Okay, pass mal auf. Dann erstmal du. Tschüss. Halt, das war natürlich blöd. Der Scout ran. Jetzt die Artillerie drauf. Die kann ich rausnehmen. Dann nehmen wir die Flak raus. Wir können uns hier durchmogeln. Das heißt... Ach, da sind wir eingekesselt. Shit. Auf dem Panzer drauf. So, jetzt nehmen wir... Hier die W. Krass. Also ich meine, okay, dann machen wir das anders. So, gibt der hier Deckungsfeuer? Huch, dann können wir den nämlich noch einen nach vorne ziehen. Da gibt nämlich ein Panzer Deckungsfeuer. Nein! Ach, come on! Für den Scout, so ein Mist. Naja, gut, okay, er kann noch einmal schießen. Das könnte jetzt sogar tricky werden. So, er kann ihn jetzt hier... Was? Jetzt ist er nicht mehr eingekesselt? Willst du mich... verarschen? Hier haben wir jetzt noch eine Flak, die nervt. So, jetzt haben wir hier erstmal zack. So. Dann sind schon mal die Geschichte. Was haben wir hier? Gebirgsjäger haben wir hier drinnen stehen. Das sollten wir vielleicht mal die dahin stellen, die Artillerie dorthin stellen. Jetzt
Ist die Frage, wie wir hier weiter vorgehen. Wir könnten natürlich jetzt hier mit dem Panzer... Ha! Die Einkesselung aufheben. Damit können wir mit der Arti hier hochgehen. Der Panzer kann hier hingehen. Und jetzt können wir noch den Kollegen hier rausnehmen. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir doch hier hin. Setzen unseren Mörser dahin. Rein theoretisch kommt niemand an den Mörser gerade ran. Rein theoretisch. So, wir haben... Ach, guck mal, wir haben noch die Art hier. Die ziehen wir jetzt mal mit hier runter. Hier jetzt drauf zu knallen, macht keinen wirklichen Sinn. Ja, da steht noch eine Flak. Gut, das heißt, wir können die gerade nicht wirklich gut einsetzen. Hier die... Wow, das bringt so einfach gar nichts, weil hier auch überall noch Flak steht. Ja gut, dann müssen wir das jetzt halt so ausfechten. Hier drüben haben wir alles gemacht. Die sind unterwegs. Den Olymp müssen wir als letztes einnehmen. Wir brauchen noch Thessaloniki. Wir müssen also erstmal dann, wenn wir hier aufgeräumt haben, Richtung... können wir hier... Ah, sehr gut. Das wollte ich doch. Erstmal hier über die beiden Brücken pushen. Ich bin gespannt, was der Grieche hier noch stehen hat. Aber der Brite ist auf jeden Fall gleich... Geschichte. Ach ja, Runde 11 von 24 grundsätzlich. Werden wir, glaube ich, keine Schwierigkeiten haben. Das eine Bonusziel haben wir ja auch schon eingenommen. Das andere folgt jetzt gleich. Beziehungsweise, da sind wir jetzt auf dem Weg dahin. Folgt gleich ist ein bisschen übertrieben. Aber der Italiener kommt wirklich keinen Meter weiter hier. Es ist echt faszinierend, wie die sich da die Zähne dran ausbeißen. So. Der hat keine Munition mehr, der Panzer. Jetzt sind wir aber eingekesselt. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Warum schießt er nicht zurück? Das ist wirklich Not gegen Elend. Man kann es nicht anders sagen, wenn man das sieht. So, jetzt kommt der Brite. Okay, das hier gefällt mir natürlich gar nicht, weil ich jetzt hier auch aus der Einkesselung nicht rauskomme, oder? Doch. Ach, jetzt ist der aber wieder nicht... Okay, komm, jetzt reicht's ja. Jetzt kann er sich in der nächsten Runde wieder aufladen. Das ist natürlich scheiße. Das war jetzt irgendwie nicht Ziel des Ganzen. So, wir nehmen hier erstmal ihn raus. Jetzt konzentrieren wir uns auf ihn.
diese Flak da oben auf dem Hügel ist schon. Okay, nice. Dann. Ah, wobei, warte mal. Kommt der auch bis dahin? Warte. Dann knallen wir hier nochmal drauf. So, dann gehen die raus. Damit haben wir jetzt den Weg schon vorbereitet Richtung Thessaloniki. Jetzt müssen wir hier nochmal noch die Gebirgsjäger dort irgendwie. Der kommt da gar nicht ran. Okay, zack. Wenn wir die jetzt hier hinstellen, ist das natürlich scheiße, aber dann kann die Art hier angegriffen werden. So kann. Lass mal so. Und hier so. Jetzt müssen wir hier ein bisschen mit den Artis ein bisschen hin und her spielen. Wir stellen die mal so auf. Okay, es ist nicht wirklich elegant. Was wir jetzt aber mal machen ist, wir verlegen die Kollegen hier hin. Und ihn von da oben bitte auch. Okay. Also, wir müssen drauf aufpassen, dass wir den Olympia erst zum Schluss einnehmen. Wir wollen ja erstmal Thessaloniki haben. Und jetzt gucken wir mal hier auf den Jäger. Hallo. Zieht sich weiter zurück. Wir pushen direkt mit unseren Grenadieren hier nach. So, legen die den Jäger dahin. Gibt der hier noch Supportfeuer? Ja, perfekt. Dann können wir die nämlich dorthin stellen. So. Und dort kommen unsere Pioniere. Die gehen mal eine Weile in die Stadt rein. Und jetzt können wir doch hoffentlich dem Italiener hier dazu verhelfen, das Ganze von hinten aufzurollen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne ein Däumchen nach oben da lassen für das Video. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Das sind Namen nicht genannt. Kedü, Irondahl, Game One Fan und Kalle. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer O'Hare.